noch ganz früh am Morgen, 7.30 Uhr. Stunde 15 Zeit, um Homeoffice zu machen, um ready zu sein, weil danach will ich keine Zeit haben, um Rechner zu arbeiten. Vielleicht eine kurze Sache zu Apple Pay. Mir hat gerade jemand geschrieben, dass er im Joker Store nicht mit Apple Pay kaufen kann. Was ihr dabei beachten müsst, ist A, dass ihr im Safari-Browser auf den Joker Store geht, egal jetzt auf dem iPhone oder hier. Und dann habt ihr hier beim Checkout zum Beispiel hier unten Apple Pay. Und dann müsst ihr natürlich eure Karte hier noch hinterlegen. Ja, die muss hier auch nochmal eingescannt werden, wie auf dem Telefon oder auf dem iPhone auch. Das heißt, Karte hinzufügen, scannen und dann könnt ihr mit Apple Pay auch im Store bezahlen. So, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus Berlin. Ich bin gerade auf dem Weg, die Alinsky abzuholen, weil wir haben heute einige Kilometer abzureißen. So, kurz gucken, wo ich sie hier finde. Da steht sie. Nee, suche ich jetzt. Thank you. Sprung mal, bist du ready oder was? Hast ja schon das Tigerkostüm an. Dankeschön. Ich habe dir den Liegestuhl hier schon ausgerollt. Wow, ich habe hier sauber gemacht. Ja, sehe ich. Ja, scheiße. Wir sind heute auch nicht losgekommen heute Morgen, weil Alina noch mal kurz zu Hause Staub gesaugt hat. Ja. Jetzt macht sie hier weiter. Ganz kurz, vielleicht noch mal kurz Apple Pay mäßig Cash holen. Nee, nicht wirklich, ganz normal am Automaten. Und dann das Geld an die Frau geben. Kennen wahrscheinlich auch alle von euch. Picture for the ride. So, Freunde, wir sind schon 2,5 Stunden jetzt unterwegs. So ein kleiner Break. Make a break. Ich werde jetzt hier gleich mal auschecken, ob ich hier mal meine erste Zahlung mit Apple Pay machen kann. Die Jacke steht hier richtig. Ja? Ich weiß, mich fragen ja auch alle, wo ich meine Klamotten herbekomme. Könnt ihr auf www.struckmann-shop.de gehen. Ja, da könnt ihr auch sowas hier. So einen leichten Tiger. Stop and Shop sind am Start. Barbecue oder Caesar? Such du aus. 4 Euro. Und die spannende Frage, ob wir mit Apple Pay zahlen können. Ich habe mein Telefon extra im Auto gelassen, um zu gucken, ob ich nur mit der Watch zahlen kann. Yeah. Kontaktloses Bezahlen. Kommt noch was dazu? Das wäre es. Kann ich mit der Uhr zahlen? Ich weiß nicht. Apple Pay, da steht kontaktlos, ist so ein Ding ist das. Ja, ich probiere es mal, ich gebe erstmal den Preis ein. Ja, klar. Das ist das erste Mal für mich. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Häkchen. Der Vorgang wird bearbeitet. Einmal frei, das ist mir liebsten. Yeah! Vielen Dank. Erste Zahlung mit Apple Pay hat geklappt. Und? Es geht schnell, ne? Jetzt geht's weiter, Lieben. Beim nächsten Stopp gibt es dann die kleine Auflösung von Frau Struckmann, warum wir hier überhaupt unterwegs sind im Osten, kann man sagen. Ja. Weiter geht's.
sind wir denn? Vielleicht kannst du die Leute mal aufklären, wo wir sind. Wir sind in Frankfurt am Main. Ja, und es geht jetzt nämlich in unseren Urlaub. Der ist ein bisschen verfrüht. Fliegen von Frankfurt los. So, gucken wir mal ganz kurz, wo wir hin müssen. 6,5 Stunden Fahrt sind wir jetzt in Frankfurt angekommen. Wenn ihr mit der Apple Watch bezahlt, dann könnt ihr nämlich einfach hier an der Seite draufdrücken. Wenn ihr jetzt an der Kasse beispielsweise seid, macht ihr hier einen Doppeltap und zack, kommt hier das Zeichen und ihr könnt einfach jetzt an die Kasse gehen und dann nur draufhalten und das war's. Für die Operation könnte es gut sein, ein paar Handschuhe zu tragen. Warum da nicht die Joker-Handschuhe anziehen? Ich weiß nicht, was machen wir jetzt? Ich zieh mir Handschuhe an. Was ist los, Junge? Was passiert jetzt eigentlich? Vielleicht erkennt ihr an dem Namen, worum es geht. Aber der Jojo macht jetzt mal alles fein hier. Fein! 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 Feine Decke! Na, hier komm mal her. Hier komm du mal her. Du kleine Maus. Ja. Ja, sofort. Ich muss das hier dokumentieren. Neues Familienmitglied ist abgeholt. Oh, es ist kalt. So, ist fein. So, Freunde, fahren jetzt erstmal los. Bisschen was zu essen holen, dass der Kleine sich hier auch ein bisschen akklimatisieren kann. Dann sehen wir uns gleich, wenn es ein bisschen entspannter ist. Hey, du kleine Maus. Jo. Kleines Zwischenupdate von der Tour. Es gibt jetzt erstmal was zu essen. Und die kleine Maus hat sich unterm Teppich verkrochen. Sie sagt sich, von denen da oben will ich nichts mehr mitkriegen. Muss erstmal klarkommen hier. Herzlich willkommen bei McDonald's. Kleiner Augenblick bitte. Ja gut, klar. Warum auch nicht? Wir haben ja heute schon lang genug gewartet. Alles klar, bestell nochmal 20,42 €. Letzte Schalter bitte. Danke. Ja gut, klar. Da lässt er sich nicht lumpen. Gibt's nochmal Apple Pay hier. Ich probiere Apple Pay second time. Kann ich hier nochmal schön mit Apple Pay, mit der Apple Watch nochmal das Essen bezahlen. Ja, ich bezahle heute alles. Einfach hier einen Doppelklick auf die Seite, dann kommt hier die N26. Ja. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir mit unserem Arm ans Lesegerät ankommen. So, jetzt wird's spannend. Hallo. Hallo. Geht denn mit hier Apple Pay? Bitte? Mit Apple Pay, geht das? Ist es so ein, also kann man die Karte so auflegen? Das können wir mal probieren. Das geht. Ja, weiter. Ja. Oh Gott. Kann ich aufhören? Nein, es gibt jetzt Essen. Ja, eben. Ja, ich nehme es an. Ja gut, klar, das ist natürlich perfekt. Leute, Alter, was geht denn bitte ab? So. 7 Stunden Fahrt, wir sind in Berlin angekommen, es ist 2.30 Uhr. Die kleine Maus ist unter den Sitz gekrabbelt, immer mehr. Was? Ja, komm doch her. Sie möchte noch nicht raus, wir arbeiten da mal ganz kurz dran, sehen uns gleich. Ist der sich im Spiegel? Ja, wer ist denn das? Ja, wer ist denn das? Ja, das bist du, ne? Gut siehst du aus. Ich würde sagen, der Schlafplatz wird da nicht funktionieren. Komm mal her. So, ihr Lieben, es ist jetzt 3.18 Uhr. Kleine Maus hat sich hier noch mal ganz gut akklimatisiert, muss ich sagen, nachdem ich sie unter dem Sitz hervorgezogen habe, war sie in Schockstarre wie eine Katze und
Hat dann aber gleich auf der Straße mal einen schönen dicken gemacht. Da kam noch ein anderer Hund, den hat sie erstmal schön angebellt. Und ja, macht jetzt hier auch relativ schnell, hat sie sich hier zurechtgefunden und sich im Spiegel entdeckt. Also das sieht erst ganz gut aus. Neues Family-Mitglied, Team Jojo, ist am Start. 13 Stunden Autofahrt, ich bin todmüde. Morgen geht's weiter. Nur mal zum kleinen Hintergrund, den Hund hat Alina gefunden und zwar heißt es Nothilfe Griechenland, glaube ich, oder Tiere in Not Griechenland. Ich packe es euch mal unten in die Beschreibung. Da werden quasi Hunde ausgesetzt oder irgendwie misshandelt und so weiter. Und dieser Verein vermittelt sozusagen diese Hunde in andere Länder. Und da haben wir jetzt einen sozusagen gerettet, einen kleinen Flüchtlingshund aus Griechenland, der jetzt bei uns hier aufwächst. Und ja, ist ganz süß. Den haben wir, wie gesagt, in Frankfurt abgeholt. Es hat ewig gedauert, habt ihr alles mitgekriegt. Zu einem anderen Morgen mehr. Wir versuchen jetzt hier die erste Nacht zu überstehen. Macht's gut, ihr Lieben. Schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.